Hallo liebe Handwerker, heute mache ich wieder ein Video von meinem Stützpunkt in Sennhorst, wo ich im Prinzip mit meinem Vater die Teile zusammenbaue. Hier werden die produziert, im Prinzip von Anfang bis zum Ende. Okay, einiges müssen wir natürlich abgeben, so wie lackieren zum Beispiel, aber sonst kaufen wir alle Teile so ein. Und hier wird das alles so in Handarbeit zusammengebaut. Deswegen kommt einfach mit. Ich zeige euch, wie das hier funktioniert. Also hier habe ich schon einige Hauptrahmen. Die sind soweit vormontiert. Liegen hier für die weitere Bearbeitung quasi bereit. Und hier sind dann nochmal die Klapprahmen, die damit dran kommen. An die Hauptrahmen dieses Klappmechanismus. Ja, und so halt hier die ganzen Teile habe ich schon im Regal soweit liegen. Und naja, das ist jetzt. Dann gehen wir im Prinzip direkt zu dem Mini-Flipper und da zeige ich, was da so los ist, was da neu ist. So. Hier habe ich schon das gute Stück soweit vorbereitet. Der steht hier so. Ja, das können wir gleich zusammen dann. Und da erkläre ich, was da jetzt Neues ist und so weiter. Ja, daneben steht nochmal der große Flipper. Also hier habe ich im Prinzip beide Versionen von dem Baulift Flipper. Viele fragen sich, was ist der Unterschied jetzt? Baulift Flipper, Baumini Flipper, keine Ahnung. Auf jeden Fall, Baumini Lift Flipper, das war jetzt ganz am Anfang so. Vor 4 Jahren, als ich damit gestartet habe. Da habe ich das Baumini Flipper genannt. Aber weil viele sagten, viele wollten eine kleinere Version von dem Flipper haben, wo man quasi mit Türen transportieren kann oder jetzt Fliesen legen für Klebersäcke, für Platten. Aber darum geht es jetzt erstmal nicht, sondern halt hier ist jetzt die neue Version von dem Mini Flipper. Baulift Mini Flipper. Der steht hier schon passend. Die Seilwinden sind ja extra. Die wiegen 30 Kilo schwer. Die kann ich dann so im Prinzip einmal auf die Treppe und dann nach oben bringen, wo ich das brauche. Dieses hier ist mit so einer Sackkarre mit dran, aber die verkaufe ich nicht, das ist mein Eigentum, aber als Beispiel zeige ich, wie man sich das einfacher machen kann, indem man das halt hin und her zum Beispiel transportiert zum Einsatzort. So, Vorderbeine sind hier schon montiert mit Verschlüssen und so weiter. Als nächstes die Verbreiterung seitlich ist auch noch mal so mit Mechanismus hier angebracht. Sind 1,5 Meter lang. Von beiden Seiten sind die hier montiert. Die mache ich mal los. So, dann wird die Maschine auf dem Boden aufgelegt. Zuerst. Dann gibt es hier seitlich 2 Verschlüsse. Damit mache ich die Vorderbeine los. Und dann öffnen sie sich so von alleine. Und als nächstes wird die Seilwinde montiert. Die packt man sich so von der Seite. Vielleicht sogar besser zu zweit, weil das Ding ist schon 30 Kilo schwer. Deswegen muss man da ein bisschen aufpassen. Aber ich habe das so weit schon alles geübt. Auch hier muss man am besten zu zweit machen, dass einer da so ein bisschen hält, weil alleine ist das schon ein bisschen zu umständlich. Mache ich zu und dann ziehe ich die Maschine so zur Luft und dann stellt sie sich quasi automatisch auf.
den Klappern festhalten. Weil diese Gasdruckfeder, die erzeugen ordentlich Gegengewicht, Gegendruck, somit das Ganze wird stabil gehalten. Ja, so öffnet sich das. Und dann kann ich im Prinzip bis 22 Meter runterfahren, die Seile. So, Fernbedienung ist auch mittlerweile standardmäßig hier bei dem Grill, weil das ist einfach feine Sache, weil so kann man oben einmal benutzen und wenn der Kollege unten die Pause macht, naja, dann kann man gegenseitig tauschen. Oder ich mache halt mit Fernbedienung. Bis 100 Meter kann ich damit steuern. So, das war es erstmal hier von meinem Stützpunkt. Am Montag habe ich einen Termin in Köln. Da werde ich diesen Flipper präsentieren, den Mini-Flipper auf einer Baustelle. Ich hoffe, dass wir da vernünftige Videos machen können. Dann zeige ich das anschließend, wie das dann live auf der Baustelle funktioniert. So, bis später.